theme of, or the title of this talk this evening is entitled Healing in Life and Death. Der Vortrag heute Abend trägt den Titel Heilung in Leben und Tod. Now, sometimes you see, or rather often, when people come, manchmal oder sogar eher häufig, wenn Menschen kommen, that there is sometimes there's a lot of expectation. Manchmal gibt es ein viel, viel an Erwartung. I remember, I think it was in Düsseldorf, when I asked the audience, what is it you would like me to teach? And this person said, everything. Ich kann mich erinnern, in Düsseldorf habe ich am Anfang die Frage gestellt, was möchten Sie, dass ich lehre? Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, alles. So, basically, probably, I'm sure, you're the same. You want to hear about everything, including how to become enlightened without any effort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch nicht so anders sind. Das heißt, auch Sie würden sicher gerne alles hören, einschließlich die Antwort auf die Frage, wie wird man erleuchtet, ohne dass es Mühe kostet. And so when you come with a lot of expectations, it's difficult actually really to satisfy you, you know? Wenn man mit so viel Erwartungen kommt, ist es natürlich schwierig, die alle zufriedenzustellen. Das ist schwierig. And so please don't expect too much. Also bitte erwarten Sie nicht so viel. Then you don't have disappointment. Dann sind Sie hinterher nicht enttäuscht. At the same time, it's also quite easy. Gleichzeitig ist es aber eigentlich auch ganz einfach. To answer everything. Alles zu beantworten. Very essentially. Und zwar ganz essentiell. Because finally everything boils down to one point. Denn schließlich kommt alles in einem Punkt zusammen. Which is understanding the essential nature of mind. Und dieser eine Punkt ist das Verstehen der essentiellen Natur unseres Geistes. That is perhaps the uniqueness of the Buddhist tradition as a whole, and the Tibetan teachings in particular, is that they have this extraordinary living knowledge or wisdom, compassion, experience in the way of really how to realize the central nature of mind, how to be in touch with our fundamental nature and to discover ourselves, to put it simply. Das ist vielleicht die Besonderheit der buddhistischen Tradition im Allgemeinen und der tibetischen Tradition im Besonderen, dass sie eine Vielzahl von Einsichten, Weisheiten, mitfühlenden Erfahrungen hat, wie man es macht, diese Natur des Geistes zu entdecken, diese uns selber zu erkennen, mit uns selbst wieder in Kontakt zu kommen, um es ganz einfach zu sagen. So much so that I think some of you have read my book, I think, perhaps already familiar, that I mentioned this in chapter 4, where I really, in chapter 4, I spoke very much about the fundamental view of Buddhism. Even though that I begin to mention it right from the beginning of the book, where we begin to reflect on impermanence, on death, on change, which really leads into the essential nature of mind, thus giving the fundamental view of the Buddhist teachings. In that, I mentioned that often the Tibetan Buddhists, for example, they often don't call themselves as Buddhists as such. In fact, the Buddhist in Tibetan is Sangyepa. They don't call themselves Sangyepa, but rather they call themselves as that if you ask them, they will probably say, I'm a Nangpa. Now, what does that word Nangpa mean? Nangpa means those who seek truth, not outside, but those who seek truth in the essential nature of mind. So as such that the teaching of the Buddha and the path of the Buddha Dharma is directed towards the realizing the essential nature of mind, thereby understanding ourselves and thereby also understanding the essential nature of everything. So, ich bin sicher, einige von Ihnen haben auch mein Buch gelesen und in Kapitel 4 ganz besonders gehe ich sehr auf diese essentielle Natur des Geistes ein. Die anfänglichen Kapitel leiten darauf hin, da geht es um die Natur des Todes, um Vergänglichkeit und Wandel und Kontemplationen über diese Punkte und das führt dann zur
Beschreibungen zur Erkenntnis der Natur des Geistes. Und diese Natur des Geistes ist ein so essentieller Bestandteil der buddhistischen Lehre, dass die Tibeter selber, dass die Buddhisten selber sich überhaupt nicht Buddhisten nennen würden. Das tibetische Wort für Buddhist ist Sangyepa. Aber kein Tibeter würde sich als Sangyepa, also als Buddhist bezeichnen, sondern er würde höchstwahrscheinlich sagen, wenn man ihn fragt, und was bist du denn, würde er sagen, ich bin ein Nangpa. Und was heißt Nangpa? Nang ist innen und Pa ist jemand. Also jemand, der die Wahrheit nicht außen sucht, sondern in sich selbst, in der Natur des eigenen Geistes. Und die gesamten Lehren des Buddha, ohne irgendeine Ausnahme, sind ausschließlich darauf angelegt, diese Natur des Geistes in sich selbst zu finden, in sich selbst die Natur des seines Geistes zu entdecken und mit der Entdeckung der eigenen Natur die Natur von allem zu entdecken. So in that respect, very much Buddhism is more than a religion. In fact, sometimes when I use the word Buddhism, I feel a little bit, how do you say? I feel a little bit uncomfortable to use the word Buddhism, because the word Buddhism does not do justice to Buddhism. Because Buddhism is not an ism. It's a way of actually realizing the central nature of our true being, which is to say, also to realize the inherent nature of everything. Thereby, when you realize that on the absolute level, it is said in the teachings, on that absolute level, that not a single teaching and not a breath of hair breadth of practice to do on the absolute level, it is said. So, der Buddhismus ist sehr viel mehr als Buddhismus. Mir geht es sogar so, dass ich sogar mich unbequem fühle und es unangenehm finde, das Wort Buddhismus überhaupt zu gebrauchen, weil es einen falschen Eindruck erweckt. Es geht nämlich hier nicht um einen Ismus, sondern es geht um eine Weisheitstradition, um eine Erfahrung, die uns hilft, unsere allerinnerste Natur zu entdecken. Das zu entdecken, was wir in Wirklichkeit sind. Und mit dieser Entdeckung der Natur unseres innersten Geistes entdecken wir die Natur von allem. Und es heißt in den Lehren, wenn wir diese Natur von uns und von allem entdecken, auf dieser Ebene der absoluten Erkenntnis, gibt es nicht einmal eine Haaresbreite mehr an Lehre oder an Praxis zu tun. Auf der absoluten Ebene ist das so. In that state of absolute, all methods, everything kind of dissolve into the state of the essential realization. When you realize, it's a bit like climbing a mountain. When you reach the peak, one has only to enjoy the view. Of course, the whole mountain you climbed, that is the journey. That in a sense is the important part, because otherwise you would not reach the peak. But when you reach the peak, that peak is the essence of everything. In that everything is, everything is seen in that state. I don't know whether you understand what I'm talking about. So in der Erkenntnis dieser Essenz, in dieser Erkenntnis des Absoluten, lösen sich alle Formen auf. Und das ist vergleichbar vielleicht mit einer Bergbesteigung. Wenn man auf dem Gipfel ist und die Sicht hat, dann enthüllt sich einem alles. Natürlich hat man sozusagen den Aufstieg gemacht, man hat den Berg erstiegen. Das ist sozusagen vergleichbar mit den Methoden. Aber hat man einmal die Sicht, enthüllt sich einem alles und all diese Methoden sind nicht mehr notwendig. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich rüberkommt, was ich sagen will, ob das wirklich verstehen. To put it another way. Um es mal anders zu sagen. That if we were not confused, wären wir nicht verwirrt, it would be very simple. Dann wäre alles ganz einfach. In fact, at the point, at the moment of the Buddha's enlightenment, he declared. Im Augenblick seiner Erleuchtung machte der Buddha eine Erklärung. Sabhi tudor vusarin du machi dustavi chihi koini sulatenchon koamu memar notness neprasha. You understand that? Haben Sie verstanden, oder? Which that is in Tibetan, which is sab means profound. Sab heißt tiefgründig. She is peace. She ist Frieden. Duda is uncompounded, that is to say, free of complexity. Duda ist nicht zusammengesetzt, das heißt frei von Vielschichtigkeit. That means the natural simplicity. Mit anderen Worten, natürliche Einfachheit. Ösel is luminosity. Ösel ist Lichtheit. Dümache is actually uncompounded. Dümache ist
nicht zusammengefügt, uncreated. Ungeschaffen. That is what really that state of enlightenment is. Das ist wirklich der Zustand der Erleuchtung. Profound peace, tiefer Frieden, free of complexity, frei von Kompliziertheit, uncompounded luminosity, ungeschaffenes Licht. That is the state of enlightenment. Das ist der Zustand der Erleuchtung. Of course, we can talk about it at the moment. Darüber kann man natürlich reden. If I just talk about it, you don't realize it. Aber indem ich darüber rede, erkennen Sie es. Do you understand? But that when you realize it, aber wenn man es erkennt, that's why sometimes you see, even when Buddha speaks the most profound, some of the great masters, they may say the most profound thing, sometimes we don't get it. Und so ist es eigentlich immer, selbst beim Buddha war es schon so. Der hat die tiefsten Dinge gesagt. Die Meister sagen die tiefsten Dinge, aber sie kommen bei uns oft nicht an. Because we don't experience it. Weil wir nämlich we hear the word. Nicht erfahren, sondern bloß die Worte hören. And it kind of we have concept about it. Und wir haben immer Konzepte, was but es bedeutet. But we don't realize the full implication. Aber die ganze Bedeutungsebene, die Bedeutungstiefe kriegen wir nicht mit. In fact, in many ways, actually, there is no word to describe the absolute. Man kann sagen, es gibt eigentlich keine Worte, die das Absolute wirklich beschreiben. Word used in a sometimes if you look at some of the hierarchies, like even in the Zen tradition. You notice that there are a lot of paradoxes are used in order to talk about this non-dual state. Man kann das auch im Zen-Buddhismus sehr deutlich sehen. Es werden eigentlich immer Paradoxa genommen, um über das Absolute sprechen zu können, überhaupt etwas sagen zu können. The humor and the paradoxes. Das heißt, Humor und Paradoxe sind to show how we are not even stuck in the idea of absolute. Die können uns nämlich zeigen, dass wir nicht einmal dass wir in der Vorstellung des Absoluten nicht stecken bleiben dürfen. So that in a sense, you see, I mean, if someone who has really, who is ready to realize it. Aber wenn es jemand gibt, der sozusagen bereit ist für diese Erkenntnis. Yes, even this declaration by the Buddha, for example. Für jemanden würde selbst diese Erklärung vom Buddha, die er gemacht hat. Of Dumache, would immediately introduce the person to the central nature of mind and thereby actualizing it. Wenn ein solcher Mensch bereit ist, würde eine solche kurze Aussage ihn die Natur seines eigenen Geistes verstehen lassen und er würde sie im Augenblick aktualisieren können. But that doesn't mean that we all don't have the potentiality of understanding. Aber dass wir es nicht sofort verstehen, the realization. Heißt nicht, dass wir nicht das Potenzial hätten, es verstehen zu können. We all do. Dieses Potenzial haben wir alle. In fact, Buddha realized in his enlightenment that each and every one of us, regardless whether you're from Stuttgart, have the Buddha nature. Der Buddha hat in seiner eigenen Erleuchtung erkannt, dass alle fühlende Wesen, egal, auch wenn man aus Stuttgart kommt, diese Buddha-Natur besitzt. You can even be from Frankfurt. Man kann sogar aus Frankfurt sein. Still have Buddha nature. Und hat die Buddha-Natur. And everyone, regardless. Jedes Wesen, jeder Mensch, alle haben sie. But yet, because of ignorance. Aber wegen unserer Unwissenheit. And the ignorance when it takes on a kind of a reality of its own, takes on a kind of identity, takes and makes a world of its own, it's called the ego. Und wenn diese Unwissenheit sozusagen wirklich wird, wenn sie sich eine Wirklichkeit erschafft, und dann nennt man sie Ego. Obscures that essential enlightened nature mind. Diese Verwirrung verdeckt, verdunkelt die erleuchtete Natur unseres Geistes. Example that is often used in the Dzogchen teachings, which are the highest teachings in the Tibetan tradition. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das in der Dzogchen-Tradition verwendet wird, und das ist die höchste Tradition des tibetischen Buddhismus. The example is the space in a vase. Und das Beispiel, was hier benutzt wird, ist der Raum in einer Vase. Now the space or the sky in the vase is same as the entire space. Yet the walls of the vase limited. Das heißt, der Raum in der Vase ist genau derselbe Raum wie außen herum. Trotzdem ist er von den Wänden der Vase begrenzt. Like this, the space in the vase is our own, like our mind. So dieses, der Raum in der Vase, das ist sozusagen unser kleiner Ich-Geist. You understand? The space outside, like the Buddha mind. Und der Raum außen ist der Buddha-Geist. But what limits it is the walls of an ordinary mind.
und was ist begrenzt, sind die Wände unseres gewöhnlichen Geistes. It is that when we become enlightened, it is as if that the walls of the vase breaks, and then the space within this vase becomes one with entire space. In fact, when you reach that level, that you realize it never ever been separated in any way. Und wenn wir Erleuchtung erlangen, dann ist es so, als dass die Wände der Vase zerspringen und der Raum innen wird augenblicklich eins mit dem Raum außen und man erkennt augenblicklich, dass sie niemals verschieden gewesen sind. It's rather that when masters realize this, they say that it's not that you become enlightened because you already have that potential already, but rather when you become enlightened that you cease to be deluded. Und die Meister gehen so weit, dass sie sagen, es ist gar nicht so, dass man erleuchtet wird, weil das hat man bereits. Wenn man Erleuchtung erlangt, dann hört man einfach auf, verblendet zu sein. Do you understand? Because when you become enlightened, you probably realize you've been enlightened all the time, but you didn't realize it. Wenn man Erleuchtung erlangt, dann wird man höchstwahrscheinlich merken, dass man schon die ganze Zeit erleuchtet war, es nur nicht gemerkt hat. If I speak from my little experience, wenn ich aus meiner kleinen eigenen Erfahrung sage, as you realize the teachings more and more, je mehr und mehr man von den Lehren versteht, you realize that it was all the time there. Dann erkennt man immer mehr, dass es schon die ganze Zeit vorhanden ist. But that you see that you couldn't see it. Aber man konnte es nicht sehen. As Jesus said. So wie Jesus auch gesagt hat. You have eyes yet you don't see. Ihr habt Augen, dennoch seht ihr nicht. The kingdom of heaven is here on earth. Das Königreich des Himmels ist hier auf Erden. And in that respect very much you see that when you begin to discover slowly, wenn man zu entdecken beginnt, allmählich, there's a such a gratitude, dann entsteht eine solche Dankbarkeit and joy, eine solche Freude of discovery, aus dieser Entdeckung. In fact that really, I don't know, I want to say this, ich weiß nicht, aber ich will es trotzdem first sagen. I don't know because whether I should say it or not, mir war nicht ganz klar, ob ich sagen soll oder nicht, but I said anyway. Aber ich sag's sowieso. Which is that to really to it's such a when you enter into the spiritual kind of, as you say, not just the teachings, when you really enter into the spiritual path and really realize it, it's such an extraordinary and a joyful discovery, but the difficulties also. Was ich sagen will, ist, dass wenn man sich das zu eigen macht, nicht nur die Lehren, aber wenn man diesen spirituellen Pfad betritt und Erfahrungen macht, das ist eine so unglaublich freudvolle Entdeckung, die allerdings auch ihre Schwierigkeiten hat. Sometimes difficulties make it even better, like sweet and sour. Die Schwierigkeiten sozusagen erhöhen sogar noch den Reiz. Es ist wie süß-sauer. The sour makes the sweet even much better. Das Sauer unterstreicht noch das Süß. Difficulty is a flavor and enrich our lives. Das heißt, yes? Die verschiedenen Aromen bereichern nur unser Leben. Such an extraordinary discovery. Es ist eine unglaubliche Entdeckung. When you really enter into it, realize, it's not just going into kind of going into yourself and you know becoming introverted and just you see, not at all. When you begin to discover, it's like the whole, not only you become open to you, that the whole world becomes open to you and you become open to everything. Everything begins to open up. And you begin to understand things. You begin to feel things. You begin to feel yourself. You're in touch with yourself. You're in touch with others. You begin to understand, feel. And that's called compassion. Und es ist alles andere als ein in sich hinein, sich verschließen, introvertiert zu werden und sozusagen in sich selber sich zu verschließen. Sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein sich öffnen. Und man wird offen, nicht nur für sich selbst, sondern auch die Welt öffnet sich ein. Man selbst öffnet sich der Welt und man beginnt Kontakt herzustellen. Man beginnt zu spüren, zu empfinden und zu fühlen. Sometimes I wonder, why the hell don't we enter this, you see? Und manchmal frage ich mich, warum zum Teufel machen wir das nicht? I don't even want to say spiritual path. Ich möchte es nicht einmal spirituellen Pfad nennen. Because spiritual path again is kind of elude. There is kind of a, how do you say, an ordinary. You see, spiritual and ordinary, temporal, spiritual and temporal. Like you, it almost excludes. You understand? Denn
Schon allein das Wort spiritueller Pfad lässt darauf schließen, als gäbe es so etwas wie eine Nicht-Spirit, als gäbe es das Weltliche und das Spirituelle. Dieses Wort allein, spiritueller Pfad, ist schon irgendwie ausschließend. Because when you really realize the, well, I use the word spiritual. Aber ich benutze das Wort trotzdem. Because I've used it. Ich muss ja eins nehmen. Yeah, it's because to say that, you know? Um es sagen zu können. But it's also more than that in a sense, you see? Aber es ist mehr als when you begin to really realize that, you see, it begins to open everything. That is to say, it's like almost the heart of everything. Wenn wir das nämlich zu erkennen beginnen, dann öffnet es alles für uns, weil es das Herz von allem ist. It's the knowledge of everything. Es ist das Wissen um alles. It's the wisdom of everything. Es ist die Weisheit von it allem. It is through which that you, your own wisdom. Es ist das Mittel, durch das die eigene which is Weisheit, shrouded, die im Moment verdunkelt ist, which is like, how do you say, covered by this wall of the vase, die also von den Wänden der Vase verhindert ist. Hence we have the limitation. Das sind unsere Begrenzungen. So Dalai Lama often used to say too. Und Dalai Lama sagt es auch oft. One of his greatest joy is study. Und er sagt, einer seiner größten Freuden ist das Studium. Every day he spends about 4 to 5 hours of study and practice every day. Jeden Tag nimmt er sich 4 bis 5 Stunden für Studium und and Praxis jeden Tag. Gives him the greatest joy. Und das ist seine schönste Zeit des Tages. Really, it's you discover more and more deeper and deeper. Weil die Entdeckung immer weitergeht, immer tiefer. Then there is really joy, fulfillment. Dann entsteht Freude, Erfüllung. Nourishment. Man wird genährt. You come to know yourself more and more. Man lernt sich immer besser kennen. Because when you say, like people said, who am I, you know? Wenn die Menschen sagen, wer bin ich eigentlich? Who am I, or is it to really, like to, when you say about know thyself, you see, to know oneself is to say, it is not just one answer saying, oh, this is you. Just one big blob saying, okay, this is you. And then you say, ah, so this is me. No. Rather. Sich selbst kennenzulernen, darum geht es ja. Und auf diese Frage, wer bin ich eigentlich, gibt es nicht eine Antwort, nicht irgendwie eine so eine Blase, dass das bist du. Und dann würde man sagen, ach ja, das bin ich. So sieht's nicht aus. It rather slowly as you see yourself better and better in the light of the wisdom teachings. Beginnt man sich besser und besser im Licht der Weisheitslehren zu erkennen. The view of yourself changes. Das heißt, die Art, wie du dich selbst siehst, verändert. And that gives you the tools to also to change. Und das wiederum gibt dir die Mittel und die Werkzeuge, dich weiter zu verändern. As you change and evolve, wenn du dich veränderst, weiterentwickelst, you discover more and more. Entdeckst du tiefer und mehr. See, that's why when you talk about enlightenment, darum, wenn man über Erleuchtung spricht, in the Buddhist teachings talk about many levels of enlightenment. In den buddhistischen Lehren haben wir viele Ebenen von Erleuchtung. This means there are so many levels to ourselves. Genauso viele Ebenen, go deeper and deeper. Die wir in uns selber haben und wo wir tiefer und tiefer gehen. Like we are so rich. Wir sind so reich. Rich. You understand? And so that you see, like, you discover yourself, you see, you discover yourself more. Like, for example, if I give a person example. So beginnt man sich zu entdecken. Ich gebe Ihnen ein persönliches Beispiel. I give person examples because in the West that's helpful. Ich mache das sehr häufig, weil im Westen ist persönliches Beispiel hilfreich. Let's say about 10 years ago or even earlier. Sagen wir vor zehn Jahren oder noch ein bisschen weiter zurück. I think you could say a good understanding of the teachings. Man könnte sagen, ein gutes Verständnis der Lehre. But then as I continue to study and practice more and more. Aber als ich dann weiter studiert habe und meine Praxis vertieft habe. The understanding deepens. And in one way it changes. Ist mein Verständnis tiefer geworden. Man könnte sagen, es hat sich verändert. In one way it doesn't change. Aber von anderer Sicht hat sich das nicht. In one way is the same. Es ist in gewisser Hinsicht dasselbe. One way becomes different. Aber es ist auch anders. Is that clear? Very much. So that in a sense it becomes what is wonderful, you could say. Was man sagen könnte, was daran wunderbar ist. The joy of discovery. Ist die Freude der Entdeckung. Discovery. Joy of discovery. Joy of that you see not only discovering yourself. Man entdeckt sich nicht nur. You can say,
discovering life, you could say also. Sondern es ist die Freude, dass man das Leben entdeckt. Discovering the truth. Dass man die Wahrheit entdeckt. And not only the discovery. Und es ist auch nicht nur die Entdeckung. But that now there's no word. Dafür gibt es kein Wort. So it's really, actually, it's wonderful. Es ist tatsächlich wonderful. Wunderbar. You will never be bored with your life. Sie werden niemals wieder gelangweilt sein von ihrem Leben. Never be bored. It's everything so interesting. Es ist alles so interessant. You don't have to go out. Sie müssen nicht mehr raus. You find everything here. Sie finden alles in sich. Because unfortunately, most of the time, dummerweise we human beings, meistens mit den Menschen, aber we nicht so, look for the truth outside. Dass wir draußen nach der Wahrheit. A bit like as one great master called Pat Rinpoche said. Es ist ein bisschen so, wie ein großer Meister namens Pat Rinpoche gesagt hat. It's like keeping the elephant at home, but looking for footprints in the forest. Also es ist ein bisschen so, wie den Elefanten zu Hause halten und dann im Wald nach seinen Spuren suchen. Elephant is here. Der Elefant ist schon da. Well, the teaching is really show you when I talk about the Buddhist Nangpa, you know, teaching the name Nangpa. Die Lehren zeigen. Ich habe ja gesagt, die Buddhisten würden sich als Nangpas bezeichnen. The teachings as well as the teacher mirrors the truth of yourself. Mirrors. Dass die Lehren und der Lehrer Spiegel sind für die eigene innere Wahrheit. Continually shows you that it is here. Andauernd zeigen sie einem wieder, dass es bereits hier ist. Is that clear? Continually shows you. Andauernd zeigen sie das. And in that discovery, und in dieser Entdeckung, there is not only joy, finden wir nicht nur Freude, but freedom, sondern Freiheit. And you can say really healing. Und man kann das sicher sagen, wirkliche, wahre Heilung. You know, the root cause of illnesses. Sie wissen, dass die Wurzel unserer Krankheiten, all unserer Störungen, it is said in the Tibetan medical traditions, it is said, in den tibetisch-medizinischen Traditionen wird es deutlich gesagt, the root cause of our disorders is actually not knowing who we are. Die Wurzel all unserer Krankheiten und unserer Befindungsstörungen ist, nicht zu wissen, wer wir eigentlich because sind. When we don't know who we are, denn wenn wir nicht wissen, wer wir and sind, from that comes bewilderment, kommt Verstörtheit, and confusion, kommt Verwirrung, and then all kinds of negativity, und alle möglichen Negativität, and which when act upon are kind of energy or are in the Tibetan medical tradition called humors, und fundamental humors. Die wirken dann ein auf das, was in der tibetischen Tradition die grundlegenden Körpersäfte genannt werden. And it causes disorder. Und die kommen aus dem Gleichgewicht und es entstehen Krankheiten. Krankheit, you say? And so that when we come to discover ourselves, und wenn wir anfangen, uns selbst zu entdecken, in that discovery, dann ist in dieser Entdeckung really healing, wahre Heilung. You understand? And then if I were to talk about healing, wenn ich schon über Heilung spreche, spezifischer über Heilung spreche, one could say actually in a really in a one could say in one way that all the teaching of Buddha is directed towards healing. Dann kann man mit Sicherheit, mit Fug und Recht sagen, alle Lehren des Buddha sind eigentlich auf Heilung gerichtet. Healing. And more in the traditional spiritual language, sometimes the word healing is not so much used. Healing is a more modern term. Slightly new agey. In der traditionellen Sprache wird von Heilung nicht so sehr gesprochen. Das ist eher modern, hat ein bisschen einen Hauch von New Age. Of course. It is used in medical terms, yeah. Medical, in the medical tradition, the word healing is called Soarikpa. But in terms of spiritual things, the word healing is not so much used. But then, what is that healing
if the word not healing is new, not used. But what is that word which says the same thing? So das heißt, if you were to ask. In der alten medizinischen Tradition wird natürlich das Wort Heilung benutzt, im gesundheitlichen Sinne, aber auf der spirituellen Ebene wurde es traditionell nicht so gebraucht, aber deswegen kann man sich jetzt fragen, was ist dann gemeint, wenn das Wort Heilung auf dem spirituellen Weg nicht gebraucht wird? Wieso kann man dann sagen, alle Lehren des Buddha sind auf Heilung gerichtet? Was ist the word da gemeint? Is purification. Das ist Reinigung, das Wort, was da benutzt wird. Purification. Reinigung. You understand? Reinigung. Purification. Reinigung. And so, if I were to address on healing, particularly. So, das heißt, wenn ich speziell auf Heilung eingehen and will, very essentially, dann kann ich das sehr essentiell tun. Yeah. First, zuerst we need to very much, you could say, like heal ourselves. Müssen wir uns selber heilen. What I mean is this. Was ich damit meine ist ganz einfach. First, we need to bring our mind home. Zuallererst müssen wir unseren Geist heimbringen. Now, what does that mean? Und was heißt das? Is our mind is scattered. We are, you see, if you look into ourselves, we are really scattered. Schauen wir doch mal in uns hinein. Wir sind scattered. So zerstreut. Like, particularly in this modern day and age. Besonders heutzutage. There is an excess of everything. Es ist alles im Überfluss vorhanden. Too much doing. Zu viel tun. In fact, if you look at it, you see, the modern civilization. Wenn man sich mal die moderne Zivilisation näher anschaut. There is an excess. Es ist Überfluss. In fact, recently I attended a very important conference in Holland. Vor kurzem eine sehr wichtige Konferenz in Holland besucht. Called the Paradox of Efficiency. Die hatte den Titel Das Paradox der Effizienz. What we do, we try to be efficient and we make more wastage. Und das sieht so aus, dass wir immer effizient sein wollen, aber wir machen immer mehr an Abfall produzieren. We do too much. Wir tun zu viel. We talk too much. Wir reden zu viel. And we think too much. Und wir denken zu viel. The result is. Und das Ergebnis? Crazy world. Verrückte Welt. And crazy mind. Und verrückter Geist. In fact, if you were to put it very simply. Wenn man das ganz einfach sagen will. What is the root cause of our mental health? Mental illness. Was ist die Wurzelursache unserer geistigen Krankheit? Put it very simply. Es ist ganz einfach zu verstehen. Really, very simply. Es ist wirklich sehr einfach. Is too much thinking. Zu viel denken. That's not just my view. Und das sehe ich nur, nicht nur ich so. Very great, many great masters. Sondern viele große Meister sind sich darin einig. Who have really seen the Western mind. Die den westlichen Geist sehr genau kennengelernt the state haben. That is in. Wir haben den Zustand gesehen, in dem es and realize if you take all the books on psychology. Und wenn man alle Bücher auf Psychologie nehmen würde. And everything you boil them down. Und die alle sozusagen runterkocht. Into two words. In zwei Worte. Too much thinking. Three words, sorry. Eigentlich sind es drei Worte. Zu viel denken. That means too much analyzing. Das heißt zu viel Analyse. Too much. Psychologists analyze too much. Die Psychologen analysieren viel zu viel. You understand? Too much thinking. Zu viel. And not only we think too much and we think crazily, but what is really crazy is we take them very seriously. Und nicht nur denken wir zu viel und denken verrückte Sachen, sondern wir nehmen das auch noch unglaublich ernst. Is taking ourselves seriously. Wir nehmen uns sehr ernst. That means having no humor. Und sich selbst so ernst zu nehmen heißt, man hat keinen Humor. And that is to say, taking our thought and our emotions very seriously. Das heißt, so nehmen wir unsere Gedanken, unsere Emotionen unglaublich ernst. Not only it's too much thinking that makes you crazy, but you take your thought and your experience seriously. Too seriously. Das ist nicht nur, dass zu viele Denken ist, sondern vor allem auch diese Gedanken und Emotionen zu ernst zu nehmen.
So much so that sometimes people want so much experience. Und das geht so weit, dass die Menschen wollen unbedingt Erfahrung. When you begin to have an experience, you just go for that. You know? Und wenn eine Erfahrung sich ankündigt, dann springt man praktisch drauf und will sie immer mehr davon. Even though that is not the right attitude. Obwohl das nicht die richtige Einstellung ist. Is that clear? So it's really the too much thinking. Also es ist schon zu viel Denken. Is the root cause of all our mental illness. Dass die Wurzelursache unserer geistigen Krankheiten ist. And too much drink. Und zu viel tun. And what happens at the end of the day? Und am Ende des Tages? What do we get? Was kriegen wir dabei raus? What do we get? Was kriegen wir raus? After all this thinking. Nach all dem Denken. After all the thinking. Nach all diesem Denken. Was bringt's? You become very unstable. Wird man nur unstabil. You think so much. Man denkt so. It's like, you know, just you sit still and then... Man sitzt, kann sogar still sitzen und es geht einfach, hört nicht auf. It's like the Tibetan prayer wheel, you know? Sehr ähnlich wie eine Tibetan Gebetswheel. Your mind goes faster than, you know? Nur der Geist ist schneller just, als die Gebetswheel. Just mind starts spinning and you start, you know, your thought goes here and there and everywhere, and, you know, just everything. Und die Gedanken gehen hier hin und dahin und alles dreht sich und überall. And you have no control. Und man hat keine Kontrolle. Almost you just, your thoughts and an emotion takes you over. Es ist so, dass die Gedanken und Emotionen einen übernehmen. You are really, how would you say, you are the slave to them. Und man wird ihr Sklave. You have no control. Keinerlei Kontrolle. You have no mastery over your own mind. Keine Meisterschaft über den eigenen Geist. And that's why, because we've been too much out there. Und das nur, weil wir zu sehr da draußen sind. Somehow it's funny. Es ist witzig. In the modern world, we have to be very much out there. You know? In der modernen Welt müssen wir immer dort draußen. Especially in Germany. Besonders in Deutschland. Which is very kind of a progressive. Sehr. One of the most progressive, I just say, societies in the Western world. You have to be out there, you know. Eine der fortschrittlichsten Gesellschaften der westlichen Welt. Man muss immer dort draußen sein. You know, to be really out there in the world. Man muss wirklich dort draußen sein. Funny thing is, the ironical thing is. Das Ironische daran. In fact, being out there. Being too much out there is the reason why you're not really out there. Das zu viel dort draußen sein wollen ist der Grund, warum man nicht wirklich dort draußen ist. If you're out here, wenn here, Sie hier wären, really if you're here, wenn Sie hier wirklich wären, then you're really out there. Dann wären Sie wirklich dort draußen. You're in control. Dann wären Sie in Kontrolle. You're in control. If you look at, you see, the ancient, you see, some of the ancient wisdoms from the East. Wenn Sie sich mal die alten Weisheiten Asiens anschauen. Which speaks of also the kind of the how, like talks about how the strategy, for example. Da wird ja auch von Strategien geredet. Strategy of war. Die Strategie der Kriegsführung. Which is exactly the same as the strategy in the business world. Das heißt, diese Kunst der Kriegsführung des alten Asiens because ist ja ähnlich ancient wie die time Kunst. You had wars. Der Geschäftsführung. These days it happens in the boardrooms. Früher war das in Kriegen, heute geschieht es in Büros. The whole thing that teaches very much the centeredness. Aber in all diesen Lehren, in diesen alten Lehren der Strategie, geht es immer um zentriert sein, um bei sich sein. The centeredness. You see, really very much. If you're very much centered in you. Wenn man in sich selbst ruht. If you're in control of yourself. Wenn man die Meisterschaft über sich then selbst hat. Then you're in control. Dann hat man die Kontrolle. If you're not in control of yourself, aber wenn man nicht sich selbst unter Kontrolle you're not in control. Dann hat man nichts unter Kontrolle. You can feel a lot. Das kann man leicht very spüren. Sometimes very interesting. Leicht nachvollziehen. If you really are in control of yourself, wenn Sie wirklich die really, Kontrolle über sich selbst then in a sense, like for example, you know, I remember some of the great masters. Ich kann mich an einige der großen Meister erinnern. Like for example, there's this great master called Karmapa. Zum Beispiel dieser große Meister namens Karmapa. He had an extraordinary charisma. Der hatte ein unglaubliches Charisma. Charisma and really just he had really everybody kind of just gathered around him. Er hatte alle haben sich ganz natürlich um ihn herum geschart. Er hatte eine unglaubliche Präsenz, eine unglaubliche Kraft. And I remember one Lama said to me. Und ich erinnere mich, dass mir mal einmal ein Lama gesagt hat. Reason why he is like that. Der Grund, warum der so ist. Because he's in control of his own mind. Weil er seinen eigenen Geist unter Kontrolle hat. You understand? Are you clear what I'm saying? Ist Ihnen klar, was ich sage? Very much we have to be control of our mind. Das heißt, wir no, müssen I don't mean Geistes controlling in a sense that we have to be control of our mind. Also
unser Geist unter Kontrolle haben, heißt nicht ihn unter Kontrolle haben. No, that kind of control. Diese Kontrolle ist nicht gemeint. Control in the sense of, as one Zen master put it. Kontrolle im Sinne, wie es ein Zen-Meister ausgedrückt. The way to control cow or sheep is to give a big grazing field. Die beste Art, eine Kuh oder ein Schaf unter Kontrolle zu haben, ist ihr eine große Weide zu geben. The best way to control. Die beste Art zu kontrollieren is give space. Ist Raum geben. You know, there's plenty of space. Wissen Sie, es gibt here. Unermesslichen viel Raum. Hier. There's plenty of space here. Massenhaft Raum. In the West, there's always people are saying, no space, no space. Im Westen fühlen sich die Leute immer unter Druck und sagen, ich habe nicht genug Raum, ich habe nicht genug Platz. The Germans feel very much pressured. Die Deutschen besonders fühlen sich immer gerne unter Druck gesetzt, schnell unter Druck gesetzt. You feel pressured because you have no space. Man fühlt sich unter Druck gesetzt, weil es einem Mann because um Raum you have fehlt. No space. Weil man selber keinen Raum you hat. Have no space. Sie haben den Raum nicht. And so your space is very much, as you say, you know. You guard your space jealously. So müssen Sie ihren Raum um sich herum unglaublich because eifersüchtig bewachen. You have no space. Weil Sie keinen Raum haben. Even though there's tremendous space. Obwohl unendlich viel Raum da wäre. So very much actually the spaciousness. Also es ist really Weite. Spaciousness is really humor. Humor is spaciousness. Das heißt, Weite haben ist Humor. Humor zu haben bedeutet weit zu sein. Humor is not ha ha hi hi. Humor ist nicht ha ha hi hi. I mean that after a beer or two, you know. Das kann sich einstellen nach einem oder zwei Bierchen. Maybe you can always say ha ha hi hi. Das ist schnell gesagt, ha ha hi hi. And you can joke. Und man kann Witzchen machen. Doesn't mean you have humor. Heißt aber doch nicht, dass man Humor hat. But humor is really humor. Was wirklicher Humor ist, is something very serious. Ist etwas wirklich Ernstes. Humor is very serious. Humor ist sehr ernst. Serious. Humor is. Humor ist. Is a space. Is what is humor? Humor is humor? Is when you have space when there is none. Humor ist, Raum zu haben, wenn es keinen gibt. Or when you are able to create space. Das heißt, no mit anderen space. Worten, die Eigenschaft, Raum schaffen zu when können, wenn es keinen gibt. See space. Raum zu sehen, wenn es eng wird. Feel space. Raum zu spüren. Hear space. Raum zu hören. Taste space. Raum zu schmecken. Without being spaced out. Ohne ausgespaced, ohne abgehoben zu sein. Not spaced out. That spaciousness. Diese Offenheit. Very much. The spaciousness. Diese Weite. That spaciousness is actually really generosity. Diese Weite ist Großzügigkeit. The generosity. Ist großzügig sein. Generosity. You understand? Generosity. Großzügigkeit. I think in that very much what we need to learn to be generous to ourselves. Und da müssen wir erst einmal lernen, großzügig zu uns selbst. To be spacious to ourselves. Uns selbst Raum zu lassen. To bring your mind home mean, den Geist heimbringen heißt, and just to be spacious to yourself, ist dir selbst gegenüber offen und to weit. Invite all your relatives, all deine Verwandten einzuladen, meaning all the different aspects of yourself. Das heißt, all diese verschiedenen Aspekte von you dir. You invite home. Die lädst du wieder ein, heimzukommen. To the feast of meditation. Zum Fest der Meditation. Now, I use the word meditation. Ich benutze jetzt das Wort Meditation. Only the first time. Das erste Mal jetzt. Because sometimes you see, even with word meditation, denn selbst das Wort Meditation, I find that, you know, there is so much concept. Ist wieder so Konzept. If you say meditation, people say, ah, yes, also meditation. Sobald Sie das Wort hören, Meditation, denken Sie, ach ja, genau, kenne ich, weiß nicht. Meditation. Meditation. So sieht das aus. Meditation is this, or meditation is that. Hat mir sofort im Kopf, so ist Meditation, das ist Meditation. Particularly these, there are so many meditations. Und heutzutage wird so viel als Meditation verkauft. Everybody talks of meditation. Jeder redet drüber. So it's very confused. Sehr verwirrte Sache. And so people can mistake anything that is said to be meditation
to be for meditation. See? Es passiert ganz leicht, dass alles, was sich Meditation nennt, dann auch für Meditation gehalten wird. Because when you say meditation, wenn man Meditation sagt, in really in our tradition, in unserer Tradition, wenn wir davon Meditation sprechen, even to say meditation, muss man es nicht mal sagen, is something you just almost as you say, dare not say. Es ist etwas, was man eigentlich nicht sagt. Man traut sich es fast nicht zu sagen. Meditation. Meditation. Because it's so sacred. Weil es so etwas so Heiliges ist, so etwas Tiefgründiges. Because in the higher sense, im höchsten Sinne nämlich, what does meditation mean? Was bedeutet Meditation im höchsten Sinne? Is when you abide by the central nature of your mind, that is to say, when you abide by in the enlightened state of your mind and abide by, that is called meditation. Wenn man in der essentiellsten Natur des Geistes, wenn man in der erleuchteten Essenz des Geistes ruht und dabei bleibt, das ist Meditation. I was saying, remember at the beginning. Sie erinnern sich, ich habe am Anfang gesagt. I was saying, why the hell we don't practice this? Remember? Warum zum Teufel machen wir es nicht? In fact, there was one master who said. Ein Meister hat einmal gesagt. One great master said, you see. Ein großer Meister hat einmal gesagt. He said, for human beings. Für die menschlichen Wesen. There's no other practice than this practice. Gibt es keine andere Praxis als diese. There's no other way of life than this way of life. Keine andere Art zu leben als diese. Because when you talk of meditation on the most profound level. Denn wenn wir über Meditation auf der tiefsten Ebene sprechen. It's really a way of really, how do you say, way of, for you to, first, it's a way of learning. We've helped you to learn to really, to be your or be in your true nature, be your true self, so to speak, is what meditation is. Ist es am Anfang zuerst ein Weg für Sie zu lernen, zu sich selbst zu kommen, zu Ihrer wahren Natur zu kommen, Sie selbst zu werden. Das ist es am Anfang. And then on the ultimate level, und letztlich, when you are in meditation, wenn man in der Meditation ist, it means you are. Dann ist man. Ist man. Sie sind. You're just one with everything. Sie sind you eins just mit allem. Sie sind is einfach. Being. Es ist ein Sein. Being. Sein. Being 100%. Or even to say 100% is ridiculous to say 100%. Und zwar 100% sein, obwohl es völlig lächerlich ist zu sagen 100% sein. It's being. Es ist Sein. Exactly. So that's why at the beginning, at the beginning when we begin. Darum machen wir ganz am Anfang. We should do, to bring our mind home. Bringen wir unseren Geist rein. Is to give your mind space. Und das heißt, wir geben unserem Geist Raum. Being spacious. Sind weit offen. And then just what you do, just you allow quietly your mind. And all your thoughts. It's like, this is the opposite of, like, see, remember I said the root cause of all our mental problem is too much thinking. Then you might ask, what is the opposite? What is the antidote? What is the method? You understand? To find peace, you could say. To find rest, if one were to ask. Sie erinnern sich, ich habe am Anfang gesagt, die Wurzelursache all unserer Schwierigkeiten, unserer geistigen Störungen ist zu viel Denken. Jetzt fragt man sich, gut, was ist dann die Lösung? Was ist das Gegenmittel? Was kann man dann machen? Let's say, okay, you're already thinking too much. Okay. Gut, nehmen wir mal an, Sie würden bereits zu viel denken. Then to say to somebody, now don't think. Und dann jetzt jemandem zu sagen, denk nicht, does not work. Wird nicht funktionieren. Particularly if you ask them, don't think. Besonders wenn man ihnen sagt, denk jetzt nicht. They think a lot about, you know. Dann geht es erst richtig los. About was meint er damit? Not denken. Thinking. Was meint er damit, nicht denken? You understand? So then, how do we begin? Also, wie fangen wir also an? In some way, it's very difficult. Es ist in gewisser Hinsicht very unglaublich difficult schwierig. When you're really so complex. Es ist so komplex. We're so bound up. Wir sind so sowas von verwickelt. And so bound up, so kind of aggressed. So aggressed. Aggressiert. You know, that's it. Because we are aggressed, you see.
by ourselves. That's why we have aggression. So, das heißt, wir sind von uns selbst aggressiert. Deswegen haben wir Aggression. Aggression. Very much. We are aggressed. And that's why in modern world you see two things: speed and aggression. Deswegen die moderne Zeit hat zwei Dinge sehr, sehr, sehr stark entwickelt, und das ist Geschwindigkeit und Aggression. Hence there's violence. Darum so viel Wut. So much anger. So viel Zorn. Which is absence of love. Und das ist die Abwesenheit von Liebe. There's no space for love. Es ist gar nicht mehr Raum für Liebe. Instead, you're angry. Wir sind zornig. You're frustrated. Wir sind frustriert. And you don't, I mean, when if you look into the frustration, you see sometimes you don't know why you're frustrated. Wenn man sich Frustration mal anguckt, man weiß meistens nicht mal, warum man überhaupt just frustrated. Es ist nur Frustration. Somewhere deep down, you don't know why, but you just feel frustrated. Tief drin weiß man nicht einmal warum, aber man spürt. Deep down, our frustration is we don't know who we are. Aber letztlich ist unsere Frustration, dass nicht wissen, we wer want wir sind. To so much know. Wir würden es so gerne wissen. We want so much to discover ourselves. Wir sehnen uns so danach, uns we zu want entdecken. So much to be free of ourselves. Wir möchten so gerne frei von uns selbst werden. And to feel. Und spüren. And to understand. Und verstehen. And to love. Und lieben. To be able to love. Endlich fähig sein. And to be able to also receive, for example. Und ebenso fähig sein, Liebe zu empfangen. Because of that we are frustrated. Und weil das nicht geht, sind wir frustriert. Sometimes we are very much, often we are very much frustrated with ourselves, angry with ourselves. Zornig auf uns selbst, frustriert mit uns selbst. Because we are very much angry with ourselves. Und weil wir dann zornig auf uns werden. That's why people around us they get it. Darum kriegen die Leute das um uns herum auch mit. Your loved ones. Und zwar die man eigentlich liebt, die kriegen they, ab. They get your frustration. Die kriegen die Frustration ab. You understand? When people, sometimes I teach people, say when people get really frustrated and they show their anger and aggression to you, it's just to remember that they love you. Ich neck die Leute manchmal und sage ihnen, wenn sie es mal wirklich abkriegen von den Leuten um sie herum, wenn sie wirklich ihren Zorn und ihre Frustration spüren, dann erinnern sie sich, dass es ihre Liebe ist. Sometimes we don't know how to be with ourselves. Wir können gar nicht mit uns selber umgehen. We are confused. Wir sind so verwirrt. There's so much kind of, how you say, turmoil. So viel Aufruhr. So kind of really, we you know, our space is crammed, and I don't know, just feel we don't know what to do. Wir fühlen uns eingeengt, es ist nicht genug Raum, wir wissen nicht, was and wir so, tun. And so, as that we be frustrated, you know. Und dann sind wir frustriert. Then we become unkind, and, you know. Wir werden unliebenswürdig. And of course, afterwards we regret. Hinterher bedauern wir es dann zwar. Which doesn't help. Aber das hilft auch nicht. And where does all this come from? Wo kommt das alles her? This frustration. And so then this, what then is the solution? Also, was ist die Lösung? It's very simple. In one way, it's very complicated. Es ist in gewisser Weise sehr schwierig. But in other ways, very simple. Auch von anderer Seite ganz einfach. It's like you decide. Man entscheidet. It's a decision. Es ist eine Entscheidung. That is a start. Damit geht es los. A one great master called Longchenpa, he said. Ein großer Meister Longchenpa hat gesagt. He said that like this, the cyclic existence. Er hat gesagt, diese this confused existence. Existenz, diese verwirrte Existenz. It's called samsara. Die nennen wir samsara. Mm-hmm. The opposite is by the way called nirvana. Das Gegenteil davon nennen wir nirvana. He compared it to a circle. Er hat das mit einem Kreis verglichen. When you're in a circle, wenn man in einem Kreis ist, it's so difficult to break out. Dann ist es sehr schwierig auszubrechen. And you find it so difficult to find the beginning of a circle. Es ist auch so schwierig, den Anfang eines Kreises zu finden. End of the circle. Und das Ende des Kreises zu finden. Very difficult, isn't it? Ist doch schwierig, oder? But then he said, in one way it's very easy. Dann hat er aber gesagt, auf der anderen Seite ist es extrem einfach. You know? You just cut. Man schneidet einfach durch. And wherever you cut. Und wo man schneidet. Yeah, there, there's the beginning. Da ist der Anfang. And there is the end. Und da ist auch das Ende. And that beginning is here now. Und dieser Anfang ist hier this jetzt. Moment. Dieser Augenblick. When we begin, when we decide. Wenn wir uns entscheiden. When we act. Wenn wir agieren. That's the beginning. Da geht's los. And that's the end. Und das ist auch das Ende. Is that clear? So we begin here now. So, hier geht es jetzt los. Not with all our history. Nicht mit unserer ganzen Geschichte. Not really think of all your history. Wir denken nicht an unsere past, ganze Geschichte. Saying, oh, I'm so confused. Die ganze Vergangenheit. I'm so terrible. Ach, was bin ich verwirrt? I'm like was that. Ist es alles schrecklich? I'm like that. Ich bin so. Then so. Hold your kind of confidence. Everything just kind of, you know,
drains away. Damit versickert jeder letzte Rest von Selbstvertrauen. You feel it's really impossible, it, you know. Man ist sich sicher, hopeless. Es ist nicht zu schaffen, völlig hoffnungslos. Best is to suicide. Am besten bringt man sich gleich um. Not realizing. Und erkennt dabei nicht. That that's not a solution. Nicht erkennen, dass es eigentlich eine Lösung gäbe. Sometimes when you suicide. Manchmal, wenn man sich umbringt. Sometimes when people suicide, they don't really, they want so much change. Menschen, die sich umbringen wollen, einfach. And they don't know how to change. Sie wissen aber nicht, wie sie Veränderung herbeiführen. They want really change, psychological, emotional. They möchten change. Psychologische, they want to change. Emotionale Veränderung. But because they are so frustrated. Aber sie sind so frustriert. And so they kind of, really, they just, what you say, they take this life or this body, thinking it going to bring about that, you know. Dass sie dieses Leben beenden, dass sie diesen Körper wegwerfen, in der Meinung, das würde etwas ändern. That's not the solution. Aber es ist keine Lösung. Because really, we want really to change. Wenn wir uns wirklich ändern wollen. If we want to really let go of suicide, it's just confused mind. We want to suicide this samsara. Also Selbstmord begehen sollten wir mit dem verwirrten Geist, mit diesem Samsara, mit dieser Art zu leben. You understand? And also there, when you're confused, when you take everything seriously. Wenn man verwirrt ist, alles zu ernst. When you take very seriously. Unglaublich. Because you take very seriously. Weil man your thoughts, your feelings. Die Gefühle. That's also reason why we lose sanity. Das ist oft ein Grund dafür, warum wir unsere Gesundheit verlieren, warum wir den And Boden we, verlieren. In a moment of whim. Or impulse. Momentan Schwäche, in einem Impuls. We can take our own life. Sind wir sogar in der Lage, uns das Leben zu nehmen? Just recently, you know, a boyfriend of a student of mine. Der Freund einer Schülerin von mir vor kurzem. He was actually quite well. Eigentlich ging es ihm ganz But gut. But then he just, at one moment, he just decided to jump from the window. Aber in einem Moment kam es über ihm und er sprang aus dem Fenster. He just had an impulse, strong. Nur aus einem Impuls heraus. And then next moment he regretted. Nächsten Moment hat es wohl gedauert. But it was too late. Aber da war es zu spät. Mm-hmm. So that's when we take seriously our impulse. So das our kann thoughts, uns passieren, wenn wir diese Impulse ernst nehmen, wenn wir sie sofort ausagieren. So you see, not to look into the past. So also nicht zu not sehr in die Vergangenheit. I'm this, or I'm that. Nicht so sehr urteilen Just mit sich. Ich bin look so, at yourself ich bin very so. Freshly. Schauen Sie sich doch mal ganz frisch an. With the beginner's mind. Mit einem Anfängergeist. Really? With the beginner's mind. Wirklich, mit einem Anfängergeist. With childlike innocence. Mit einer and purity. Kindlichen Unschuld und Reinheit. And you can begin. Und man kann anfangen. And in that you see, you already have many thoughts, okay? Also, wir sind nun mal in der Lage, dass wir schon viele Gedanken haben. That's already there. Das ist schon da. Now, what is the solution? Aber was ist die Lösung? You can't stop these thoughts. Das kann man jetzt nicht mehr aufhören, But das kann then, man nicht anhalten. What is the solution? Und was ist die Lösung? Is your attitude. Ist die Einstellung. Is your how you are with them. Ist wie sie damit umgehen. How you are. Wie sie sind. To your thoughts and emotions. Ihren Gedanken und Emotionen gegenüber. At the beginning, that very attitude. Am Anfang ist diese Einstellung, diese Haltung. You can say the posture of meditation. Ist die Position, die Haltung der Meditation. Meditation. Posture of meditation, not a physical posture. Und die Position der Meditation, die Haltung ist keine mental Körperhaltung, posture. Sondern eigentlich eine mentale. That's to say, okay, you have all these crazy thoughts. Und die wäre, okay, ich habe all diese verrückten Gedanken. And what you do? Was mache ich? You just be spacious. Ich bin einfach offen. It's a bit like, you see, you have these extremely difficult guests. Das ist ein bisschen so, man hat unglaublich schwierige all Gäste. All these most difficult guests. Wirklich eigenartige Which are all Gäste. Also happen to be your relative, which makes it worse. Die dummerweise auch noch die Verwandten sind, was alles noch schlimmer macht. Because you've got long history. Weil da sind die Geschichten länger. And there's all this difficulty, you see, and then you are the host. So, du bist der Gastgeber, die and Gastgeberin. And you invited them for this reunion. Und hast all diese Verwandten eingeladen zu einem Familien. This meditation. Zu dieser Meditation. Meditation is the reunion. Ist sozusagen eine Wiedervereinigung. Family reunion. Ein Familientreffen. And you, but then what you do is that, what is very important is that really the host or a hostess, the attitude always be charming. Spacious, charming and spacious. Be charming to yourself. You understand? Was ganz wichtig ist, ist die Haltung des Gastgebers, der Gastgeberin. Sie soll unendlich charmant und liebevoll sein.
ganz charmant und liebevoll mit sich selbst. For example, in France. Zum Beispiel in Frankreich. If you're charming, it works. Wenn man charmant ist, geht alles. I'm sure that's also same in Germany too. Ich denke, das gilt aber auch in Deutschland. So you just be charming to yourself. Also ist man charmant sich gegen. And charming and very much, as you say, very spacious. Und wirklich gibt genug. And all these difficult thoughts, you tell them, you know, oh, you see, they say, oh, I don't want to live with this one, I don't want to stay with this, because you're housing them in all the different rooms. You say, I don't want to stay with this one, I don't want to. Okay, you give each of these difficult guests 10 rooms. So, und die lädt man jetzt alle ein, und statt zu urteilen, sagen, mit dem will ich nicht leben, den mag ich auch nicht. Man hatte immer so die Gewohnheit, das Haus war zu klein. Jetzt lädt man die an und gibt jedem 10 Räume. And you give them everybody whatever they like. Und jeder darf haben, was er will. Don't refuse anything. Man verweigert don't nicht. Refuse anything. Man verweigert when nicht. You practice, don't refuse your mind. Wenn Sie praktizieren, verweigern Sie. But nicht. Also don't indulge in them. Aber schwelgen Sie auch. That's the thing. Das ist don't refuse, nichts but don't indulge. Aber auch nicht schwelgen. Do you understand? Do you understand? Verstehen Sie? That's an important point. Das ist ein sehr you don't refuse. That means you do not suppress your thoughts and emotions. Nichts verweigern heißt nicht die Gedanken und Emotionen unterdrücken. Auf keinen Fall unterdrücken. Suppressing is refusing. Denn unterdrücken ist verweigern. But also you don't indulge in them. Aber man schwelgt auch nicht. You give them the space. Man gibt ihnen den Raum, den sie brauchen. And then if you remain, because the most important is you. Aber das Wichtigere daran because you're the ground. Weil du bist der Gast. The space. Der Raum, the meditator, der Boden. You is the ground. Du, der Meditierende, bist der Boden. One who pulls everything together. Der alles zusammenhält. In a very non-manipulative way. Auf sehr nicht manipulative Art und Weise. Because manipulation does not work. Denn Manipulation hilft hier überhaupt manipulate nicht. Manipulate makes even more thought. Manipulation macht nur it's noch mehr Gedanken. Non-manipulation. Hier ist es nicht Manipulation. Is that clear? Non-manipulation. Nicht Manipulation. Non-contriving. Nicht verändern. Non-fabrication. Nicht verfälschen. Therefore, absolutely natural. Sondern absolut natürlich deswegen. Natural simplicity. Natürlicher Einfachheit. Just like the mountain is. So wie ein Berg ganz von selbst ist. The rivers are. Wie Flüsse und Ströme sind. You understand? That's why in the ancient meditation traditions, such as Dzogchen tradition, very much uses nature as an inspiration. Darum ist in den alten Meditationstraditionen, besonders in der Dzogchen-Tradition, die Natur oft ein Beispiel für die Meditationshaltung. Why? Because what is so wonderful about nature? Warum? Denn was ist so wunderbar an der Natur? You know what is so wonderful about nature? Wissen Sie, was so wunderbar an der Natur ist? It's very natural. Sie ist sehr natürlich. So naturalness. Also Natürlichkeit. That you know what people call it like organic, whatever you call it, organic. What do you call it? It's very whole. You see, very whole, very natural. Organisches. No, I don't know. Ganzheitlich. Very natural. That naturalness. Diese Natürlichkeit. Inspires the naturalness. Die Natürlichkeit der Natur inspiriert die Natürlichkeit in einem selbst. Sometimes interestingly with animals too. Es ist auch mit Tieren ganz interessant. You can relax more with the animals. Mit ihnen kann man, ist man vielleicht entspannter. It's the humans are the problem. Die Menschen sind die Probleme. Because they think too much. Weil sie zu viel denken. You understand? And so, what I'm really saying, just be really spacious. So, was um was es also uns geht, ist wirklich and weit. That is to say, meditator should not take anything personally. Und das heißt, ein Meditierer darf nichts persönlich nehmen. All the thoughts, don't take it personally. Alle Gedanken nicht persönlich nehmen. Just as when you help a dying person. So wie wenn man einem sterbenden Menschen beisteht. You see, you know that when you help a dying person, often the dying, you see, can make you the, really the target of all the anger and the frustration, and you see, they can make you. Wenn Sie einen Sterbenden begleiten, dann ist es nicht selten, dass der Sterbende Sie zur Zielscheibe all seiner Frustration, all seines hochkommenden Zorns macht. That time, if you really take it personally, wenn Sie in dem Moment das persönlich then it can ruin the relationship. Dann kann die Beziehung völlig ruiniert werden. Whereas, if you really understand when that's happening, aber wenn das geschieht und Sie verstehen, you realize, you see, say, ah, yes, you see, it's so understandable. Dann können Sie sagen, ja, das ist doch verständlich. Because this person is losing everything. Dieser Mensch verliert schließlich losing, alles. Losing his house. Er
Und jetzt seine Heimat, sein Haus. His job. Sein Beruf. His passport. Sein Pass. All his credit cards. Seine ganzen Kreditkarten. And everything you're losing is you. Alles, when you lose alles. Everything. Like when we lose one, we get so emotional. Wir werden ja schon emotional, wenn wir nur when eins you lose verlieren. Everything. Und der verliert alles. It's quite understandable. Das ist doch verständlich dann. And when you realize his condition. Und wenn man diese Bedingtheit sieht, dann really with love. Und dann wirklich seine and Liebe you feel for the person. Und mit dem Menschen and mitfühlen. With compassion. Und dieses Mitgefühl. If you really just really don't take personally, but just really embrace the person. Dann nimmt man es doch nicht persönlich. With your love. Umarmt and Menschen. You give your love. Man gibt ihm even if the person keep kind of hating you or saying negative things to you, you just keep giving your love. Selbst wenn er einen verflucht, selbst wenn er nicht aufhört, Übles zu sagen, man hört nicht auf, ihn mit seiner Liebe zu umarmen. You know that? Actually, do you know what is really the practice of real love and compassion? Wissen Sie, was die wirkliche Praxis von Liebe und Mitgefühl ist? You keep loving. Sie lieben einfach weiter. Sie lieben weiter. Even if the other doesn't want to just no, that doesn't mean again you keep grasping. Das heißt nicht sie klammern. That's different. Das ist was völlig anderes. Love is different from grasping. Liebe ist was ganz anderes als klammerndes Greifen. It's different. Völlig anders. Love is something free. Liebe ist frei. Grasping is not. Greifen nie. Very sticky. Sehr klebrig. Love is spacious. Liebe hat immer Raum. Grasping is not. Greifen niemals. You understand? And just keep loving. In fact, also like in relationship, you see. Und man liebt einfach weiter you know, in jeder Beziehung. Someone shows his frustration and anger, you know. Wenn jemand Ihnen seine Frustration zeigt, Ihr Partner. You don't take that personally. Dann nehmen Sie es nicht persönlich. Really, you just simply understand einfach, that he's frustrated or she's frustrated. Ist, dass sie frustriert ist, and just don't take that on personally. It's like against you. Aber nehmen Sie es doch nicht auf sich gerichtet. That the person persönlich. Is, I mean, just because you see when it becomes cloudy. Doch nur wenn's bewölkt wird. When you don't take it personally. Dann nimmt man es doch nicht persönlich. You understand? You don't take it personally. It's like that weather. Emotions like the weather. Und Emotionen sind einfach wie Wetter. Don't take personally. Das darf man nicht persönlich nehmen. Sometimes a particular energy. Manchmal ist eine bestimmte Energie. Particularly when it's confused. Besonders wenn man verwirrt. When there's some kind of, it's a so-called, his own cycle, a neurotic cycle. Seinen eigenen neurotischen Zyklus. Just really understand and just show compassion. Das kann man verstehen und man kann just Mitgefühl love. Dafür haben. Und Liebe. If you really give that understanding. Wenn man dieses Verständnis and wirklich also, hat. That doesn't mean, das heißt wieder nicht. That doesn't mean you take the shit from somebody. Dass man jeden Mist nimmt von jemand anderem. Not take the Scheiße. Scheiße is it? No. Also man muss nicht jeden Scheiß akzeptieren. You take, you give love, but also you just show. Man you just show. Gibt seine Liebe und zeigt. Without fear. Ohne Angst. With love, you mit just Liebe. Say clearly. Sagt man, macht man without klar. Anger. Ist man deutlich. Ohne without Zorn. Judgment. Ohne Urteil. You understand? It is when we are angry nur or wenn judgment, then it gets all confused. Dann kommt es durch. Particularly when you're clear, you speak. Aber wenn man sollte dann reden, wenn man klar ist. And sometimes that way the relationship can be really, really can heal relationships. Und so kann man sogar wirklich schwierige Beziehungen auch wirklich heilen. And in fact, that you do yourself with yourself. Das that's the meditation. Macht man selber, das you ist Meditation. Begin with yourself. Man fängt es mit sich selber because an. Because you need to learn how to be spacious to yourself. Erstmal muss man lernen, wie man sich selbst gegenüber Raum gibt. Before you can be that. Bevor man das sein kann. You can say like, it's like saying the charity begins at home. Es ist wie das Gute fängt zu Hause an. And way to learning to be spacious is to yourself. Und man lernt dieses Raum geben bei sich selbst. To all your thoughts, to all your emotions. Gegenüber allen Emotionen, Gedanken, die auftauchen. To be spacious. You understand? Ist man offen. To be spacious. Man gibt ihnen Raum. And you say. Und man sagt. Schön, schön. I've learned these few German expressions. So ein paar deutsche Ausdrücke habe ich mitgekriegt. Particularly a friend of mine who's got very good humor. Ein Freund von mir hat einen großen Humor. Always says, schön, schön. You know, like, you know. It's like, you see,
You know, it's okay, alles klar, schön, schön. Man kann sagen, es you said yourself, in Ordnung, es ist alles klar. It's all right, it's okay. So kann man zu sich selbst sagen. But also, when you say schön, schön to somebody, aber wenn man das jemand sagt, schön, schön, it can be slightly condescending. Das kann auch schon ein bisschen sozusagen runtermachend sein. Isn't it? So be careful how you say schön, schön. Aber Vorsicht, wie man, also Vorsicht, wie man das sagt, schön, schön. It's the right way. Man muss es schon richtig machen. You see? Yeah. Very much. You see, very much, you see. Really, that's called being skillful. Das nennt man geschickt. Skillful is so important. Geschicklichkeit. In Buddhism, you talk of two things. In Buddhismus reden wir über zwei Dinge. Wisdom. Weisheit. And skillful means. Und geschickte Mittel. Sometimes said wisdom and method. Manchmal auch Weisheit und Methode. But actually, it's not just the method, the skillful means. Es ist nicht eigentlich Methode, es ist eher angemessene, geschickte Mittel. Method is not enough. Methode reicht. You have to be skillful. Die muss auch geschickt sein. Then it's truly a method. Dann ist es eine wirkliche Methode. Skillful means wisdom. Also geschickte Mittel und Weisheit. In fact, the skillful means is the compassion. Das geschickte Mittel ist Mitgefühl. So wisdom and compassion. Also Weisheit und Mitgefühl. Is that clear? And so in that respect, I will, what I'm going to do now, was ich jetzt machen möchte, is combine meditation, ich möchte die Meditation verbinden, with practice of compassion. Mit der Praxis des Mitgefühls. Compassion. Here. Is that as a way of healing? Als einen Weg der Heilung vorstellen. If there's a time, I will go into meditation more deeply. Hätten wir mehr Zeit, würde ich natürlich auch tiefer and noch then in die Meditation we can enter aufgehen. Healing with compassion. Und dann compassion healing. Mitgefühl und Heilung verbinden. Mm. Because in the Tibetan tradition, in der tibetischen Tradition there are nämlich, three major areas of healing, gibt es drei Hauptbereiche der Heilung Praxis, which really constitute the entire the teaching of the Buddha. Das ganze Lehrgebäude des Buddha umfasst. Buddha was an extraordinary, you know, teacher. Der Buddha war ein so skillful, unglaublich geschickter Lehrer. He gave so many methods. So viele Methoden. It's like really, it's like you people think Buddhism is a kind of religion, but if you really look into it, there are hundreds of religions in it. Die Leute denken immer, Buddhismus sei eine Religion. Wenn man genau hinschaut, sind Hunderte von Religionen da drin. There are really methods for, you see. That suits everyone. Es gibt Methoden für das Bedürfnis von jedem. Sometimes I tease people and say, even if you don't want to practice, there's a practice for such a person. Ich neck die Leute oft und sage, selbst wenn man überhaupt nicht praktizieren will, gibt es eine Praxis. Even if you don't want to practice, there's a way of practicing without practicing. Also selbst für Leute, die überhaupt nicht praktizieren wollen, gibt es eine Praxis ohne zu praktizieren. As such is what we call really the so skillful. I mean, skillful means it comes out of wisdom. So, das nennen wir wirklich geschickt. Geschickt ist etwas, was aus Weisheit geboren wird. And that skillful is not some kind of like cunningness, you see. Diese or strategy. Diese Geschicktheit ist keine Geschmeidigkeit, keine Strategie. Which has got some kind of ulterior selfish motive. Das hat nicht irgendwo hinten noch eine selbstsüchtige Motivation. This skillful means comes from compassion. Das ist geschicktes Mittel, was aus dem Motivation Mitgefühl kommt. Is compassion. Das ist motiviert von Mitgefühl. Manifestation is skillful means. Und es manifestiert sich als Lehre der geschickten Mittel. And so extraordinary. Und das ist wirklich außergewöhnlich. And so that you see there are, if you really, it is said Buddha taught 84,000 different ways to remedy all the negative emotions that we have. 84,000 different negative emotions that we have. Since that time, it seems, I think, it must have developed more. Es heißt traditionell, der Buddha habe 84.000 verschiedene Methoden gelehrt, um den 84.000 negativen Emotionen in uns zu entsprechen. Aber ich glaube, seit der Zeit des Buddha müssen einige dazugekommen sein. But if you essentialize them into three, man kann aber all diese Dinge in drei zusammenfassen. The basic vehicle. Das grundlegende Fahrzeug. Then is the compassionate vehicle. Und dann das mitfühlende Fahrzeug. And there is the Vajrayana. Und schließlich das die Lehren des Vajrayana. No, like the first is very much in meditation. Erste ist Meditation sehr stark in Betonung. You could say, roughly speaking, mal ganz grob gesagt, meditation. Könnte man sagen, da geht es um Meditation. The second is very much compassion. Der zweite ist die Betonung der Kern, das Mitgefühl. Lastly is very much working with the mind energy. Und das letzte Fahrzeug arbeitet sehr direkt mit der geistigen Energie. Purifying and transmuting the confusion of the mind.
confusion to wisdom. Ein Weg, sehr direkt die Verwirrung des Geistes in Weisheit zu verwandeln. And so in this there are these different methods, but today I just give you a little taste. So es gibt also diese unendlich and vielen Methoden. Since we start talking about love and compassion already, möchte ich heute Abend einen Geschmack geben, und da wir bereits über Liebe und Mitgefühl gesprochen haben, spontaneously, das ganz spontan because kam. I think perhaps you noticed that, you see, I always teach spontaneously. Weil es ist spontan gekommen, Sie werden es gemerkt haben, ich bereite nichts vor, ich lehre immer spontan. And so, since it came, da es einfach kam, so, I will teach. Also will ich es lernen. Is that, for example, remember I was saying to you, how we need to also practice with ourselves. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, wir müssen mit uns selber anfangen. Wir müssen erst lernen, mit uns selbst zu üben, mit uns selbst umgehen zu lernen. Do not to take personally. Dinge nicht persönlich nehmen. Because I think two things, the most important. Zwei Dinge sind am wichtigsten. Is love. Liebe. And compassion. Und Mitgefühl. Diese zwei. And it is extraordinary practice. Und es gibt eine außergewöhnliche Praxis. Which is called Tonglen. Die nennen wir Tonglen. Which is practice of giving. Das ist eine Praxis des Gebens. Tong means give. Tong heißt geben. Len is receive. Len ist empfangen. Giving and receiving. Also geben und nehmen. Giving by means of love. Geben aus Liebe. Taking by means of compassion. Und nehmen aus Mitgefühl. That is to say, when you give, das heißt, wenn man with gibt, all your heart, you give your love. Dann von ganzem Herzen seine Liebe. Your kind of your happiness, ganzes Glück, and your well-being, your healing, you give. Dein Wohlergehen, dein Heilsein, das gibst du. And when you take, und was du nimmst, you take all the suffering, alles Leiden, pain, allen Schmerz, frustration, alle Frustration, really, by means of compassion. Das aus deinem, durch dein Mitgefühl. And traditionally, und traditionell, this practice is placed in the medium of breath. Wird diese Praxis auf das Medium des Atems gegründet. When you breathe in, wenn man einatmet, you breathe in through compassion all the suffering and the pain of the world. Atmet man aus Mitgefühl alles Leiden und allen Schmerz der Welt ein. In the form of dark clouds. Und stellt es sich vor in dunklen and Wolken. And where does it go? Und wo geht diese dunkle Wolke hin? It goes into your ego. Sie ballen sich in dein Ego. And destroys it. Und zerstören es. Is the ego bomb. Es ist sozusagen die Ego-Bombe. Seine Heiligkeit Dalai Lama sagt, this practice is the best practice against ego. Dieses ist die allerbeste Praxis gegen Selbstsucht, gegen Ego. And then when you give, und wenn man dann gibt, because when you've transcended ego, denn wenn man sein Ego then what, then überschritten hat, you're free. Dann ist man frei. Then you have tremendous love, dann hat man grenzenlose Liebe, courage, fearless Mut, generosity, Großzügigkeit, and then you give all your happiness, well-being to others. So, und dann gibt man all sein Wohlergehen, sein ganzes Glück, alles an die anderen. Is that clear? It's really an extraordinary and very powerful healing. Es ist eine außergewöhnliche und unglaublich heilende. For example, in Tibet, when this very great master called Geshe Chekawa. In Tibet gab es diesen sehr, sehr großen Meister namens Geshe Chekawa. When he first began to teach this. Er war, hat diese Lehre sozusagen populär gemacht, als er sie anfänglich lehrte. Lepers. Hat er sie erstmal nur Leprakranken gezeigt. And as they began to practice it. Und die haben das praktiziert. They were actually healed. Tatsächlich wurden sie geheilt. And so, now, even though this practice, but to do this, sometimes you require certain amount of, you see, stability. Aber natürlich, um diese Praxis machen zu können, braucht es schon eine gewisse Stabilität. In meditation. Man muss schon in der Meditation stabil sein. In the practice of love and compassion. Und in der Praxis des Liebe und des Mitgefühls muss man schon. It may be rather difficult to straight away take on all the suffering of the world. Es dürfte wohl eher schwierig sein, von Anfang an das Leiden der Welt einzubauen. Give you well-being and happiness to them. Und Glück und Wohlergehen anderen zu geben. So therefore, for a very kind of for a Western person, for a modern person, for also a Western für einen Menschen des Westens, für einen Menschen der heutigen Zeit. I think first is very much doing the self tonglen. Ist, dass man das erstmal mit sich selbst macht, dass man selbst tonglen übt. For yourself. Dass man es für sich selbst tut. In fact, first is very much environmental tonglen.
Sogar noch davor wäre ein Umwälzung. Whenever you find a circumstance situation, das heißt, wenn man that is irksome, schwierig oder in schrägen Situationen findet, without humor, wenn kein Humor da ist, too serious, too rigid, wenn alles zu eng und zu humorlos wird, you breathe in that. Dann atmen wir das and you give out humor und geben Humor von and space. And when you do that, Raum, it changes for you. Wenn man das macht, ändert sich für einen selbst. Atmosphere change. Die Atmosphäre, in der man sich befindet. The atmosphere change. Und wenn die Atmosphäre sich ändert, you can change the atmosphere. Das heißt, man kann die Atmosphäre ändern. Because otherwise, often what happens is we are so much influenced by the environment that we feel like, how do you say, we feel impotent. We can't act. Was oft passiert ist, wir fühlen uns so beeinflusst von der Atmosphäre, dass wir impotent werden. Wir können nicht mehr damit umgehen. Wir wissen es nicht zu verwandeln. I'm talking very essentially. And so, now the next is this really the self-tongle. So, aber der nächste Schritt ist dann das Selbsttongle. Which is, let's say, there is in the aspect of you, which is really, how do you say, which is like this meditator, this host or a good hostess, you see, who's being spacious, kind, loving, compassionate. But then, there is also an aspect of you that is really wounded, who's frustrated, who's not been understood, who's not been loved, who's been abused, and all kinds of, you see, pains and suffering that you are, but for so long, that sometimes you feel very much, how do you say, very much stuck in the past. So in this practice, what you do is you just, the meditator or the, you see, practitioner, with heart of compassion, and you say to the suffering self, let's say the A is the one that's meditating, you know, the compassionate one. The B is the aspect of yourself that is suffering, who is, you know, do you know what I mean? I'm just talking very essentially. And so what you do is when you breathe in, you take on all the grievance, the pain, the, you know, the misunderstanding, everything you say, and you can just, it's like saying, shun, shun, no? You just take in really, and just really, you know, without any judgment, without any, how do you say, just accept, and really just to, in the loving embrace, with compassion, you just breathe in all the suffering and the frustration. So, für diese Praxis erkennen wir, dass wir zwei Aspekte in uns haben. Ein Aspekt ist, den nennen wir den Meditierenden. Das ist der liebevolle Aspekt in uns, der weise Aspekt, den wir ja alle kennen und mit dem wir manchmal in Kontakt sind. Und dieser andere Aspekt, das ist, den wir auch alle kennen, das ist der Mensch, der verletzt worden ist, der tiefe Verwundungen davon getragen hat, der Panzer um sich herum errichtet hat und der eng geworden ist, der leidet und der Schmerzen hat, der sich missverstanden fühlt, der nie das Gefühl hat, sich wirklich ausdrücken zu können. Und wenn wir das jetzt praktizieren, dann sagen wir, dieser Meditierende ist Aspekt A und der leidende Aspekt ist Aspekt B. Und dann setzen wir uns in die Stelle des Meditierenden und schauen uns an und nehmen alle Frustration, alles Leiden, all dieses Verletztsein dieses anderen Aspektes wirklich ernst. Wir schauen uns ganz realistisch, aufrichtig an und atmen all diesen Schmerz, all dieses Verletztsein ein. So, als würden wir uns selber in den Arm nehmen. So, als würden wir uns selber sagen, schön, schön, es ist schon in Ordnung, es ist alles nicht so schlimm. Nehmen es ernst und atmen es ein. Often you notice in life too, you see, when you have so much, when you're going through really tremendous like crisis, so you see, and then you have a friend, you know, who just really accepts you. As you are, without any judgment, just accept you. Even though the friend is not able to do very much, but just by just being there for you and understanding you and acknowledging your suffering, your pain, often it's very powerful. In the same manner, this practice. And more so, because in this, not only you just, but you breathe in, and then you breathe out to that all the healing, the love, the everything that he or she has not received. So, es ist ja auch im Leben so, dass wenn es einem wirklich schlecht geht und es kommt ein wirklich guter Freund, eine wirklich gute Freundin,
die einfach nicht urteilend da ist, die einen einfach nur anhört, die einfach nur versteht. Selbst wenn dieser Freund nicht in der Lage ist, wirklich viel zu verändern. Einfach dieses Gefühl, gehört zu werden, dieses Gefühl, ernst genommen zu werden und verstanden zu werden, ist schon so unglaublich hilfreich. Und sehr ähnlich ist es auch in dieser Praxis. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Wir nehmen ja nicht nur sozusagen diese Dinge an, akzeptieren und verstehen, sondern wir geben ja auch, wir geben mit unserem Ausatmen dann an diesen Menschen, an diese leidenden Aspekte von uns selbst, geben wir Liebe, geben wir Verständnis, geben wir Mut. Alles, was wir an Positivem in uns spüren, geben wir an diesen Aspekt von uns ab, der leidet. Tonight we don't have too much time to go through this in great depth. I just simply just give you a little bit of taste, at least to show you in the direction that there is such a practice. Wir können heute Abend leider, weil dafür ist die Zeit natürlich nicht da, noch sehr tief in diese Praxis einsteigen und sie in allen Einzelheiten ausführlich erklären. Aber es reicht vielleicht schon, um Ihnen zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, dass solche Praktiken vorhanden sind, dass man tatsächlich solche Dinge finden kann, wenn man sie machen. In fact, also this particular practice is very, very powerful and healing. Und diese Praxis ist sehr, sehr heilsam. When someone is dying. Ganz besonders, wenn jemand stirbt. It's also sometimes when someone is dying, is sometimes more than the dying, is the family, is a problem sometimes. Und wenn jemand stirbt, ist es and ganz oft gar nicht der Sterbende selbst oder seine Angst vor dem Sterben, sondern das, was um ihn herum ist, die Familie, die damit nicht umgehen kann, die Freunde, die Umgebung, die damit nicht fertig ist. I've shared it in my book in chapter 12. Ich habe das in meinem Buch in Kapitel 12 sehr and ausführlich. And then later also, in the, directly in the care for the dying. Dann gibt es noch ein ganz spezielles Kapitel über Begleitung und Fürsorge. But that, like on this occasion, like this tonight. Aber unter diesem heute Abend. It's a just, it's a talk, but actually it's a more than a talk. Ist es ein Vortrag, aber eigentlich ist es mehr als ein Vortrag. Yeah, but then still, it's just a very in a very short time. Aber trotzdem ist die Zeit natürlich sehr begrenzt. So we have not the time to experience. Also haben wir nicht die Zeit, es wirklich zu erfahren. That's why erfahren. I try to offer this kind of an opportunity. Deswegen versuche ich immer Gelegenheiten zu bieten. In retreats. Ich versuche also längere Zeiträume anzubieten, Retreats sogenannte. What I'm doing here in Germany. Ich mache auch in Deutschland. From the 27th of December. In diesem Jahr vom 27. Dezember. Till 7th of January. Bis zum 7. Januar. And the main theme. Und das Hauptthema. Is on the practice of this. Love and compassion. Dieser 10 Tage, training of the mind and compassion. Das Hauptthema dieser 10 Tage wird Training in Liebe und Mitgefühl sein. Genau das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Of course, there's going to be meditation. Natürlich ist auch Meditation ein Teil davon. And also, and helping the dying and understanding that too. Und es ist ein wichtiger Aspekt dieses Retreats, wie man Sterbenden hilft und wie man den Tod versteht. But the main thing is on really on training of the mind in love and compassion. Aber die Hauptbetonung liegt auf diesem Geistestraining in Liebe und Mitgefühl. And this year, the retreat is different. In diesem Jahr wird diese ganze Sache noch einmal etwas besonderes. I will teach one session all together. Ich werde jeden Tag für alle Teilnehmer eine Lehrungssitzung machen. There will be also another session for different levels. Und dann gibt es aber noch andere spezielle Sitzungen für verschiedene Ebenen von for the beginners, also für Leute, die gerade dazukommen, die interessiert sind, and for the older students. Für die schon einige Zeit folgen und dann für die älteren Schüler. Because there's space. Weil wir haben dann den Raum und wir haben die Zeit. So, I think that's enough for today. So, und ich denke, das ist für heute genug. I think it's up to you. Ich denke, es liegt an Ihnen. In some ways, if you practice a little bit, wenn Sie nur ein bisschen üben, what I've shared with you, was ich mit Ihnen geteilt habe, you'll find it will help you. Dann werden Sie entdecken, dass es hilft. In your life. Dass es in Ihrem Leben direkt nützlich. It will help you to change. Dass es ihnen hilft, sich it will zu help you to deal with yourself. Dass es ihnen hilft, because mit sich ins Reine zu kommen. Sometimes the most difficult thing is denn das Schwierigste oft ourselves. Sind meist how to be with us. Wir selber. You see? Wie wir mit uns selber. That sometimes we are really complete at a loss. Da sind wir oft how völlig to verloren. Wie wir können gar nicht and mehr these mit teachings sein. Give us really extraordinary means. Und die Lehren geben uns wunderbare Mittel. To work with ourselves. Mit uns selbst zu arbeiten. To understand ourselves, uns zu verstehen. Thereby also we'll be able to understand others. Und damit werden wir erst in der Lage sein, andere zu and verstehen. Ultimately help others. Und schließlich nützlich zu sein, anderen zu helfen.